Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben jetzt den 5. Dezember und das heißt, dass wir bei Exit das Spiel, die Jagd nach dem goldenen Buch, auch das 5. Türchen öffnen können. Natürlich erst nachdem man die Story gelesen hat. Und dann fangen wir auch schon an, ohne groß drum herum zu reden. Wir wissen ja, worum es geht. Also, natürlich war die Leitung am anderen Ende nicht besetzt, aber immerhin hast du wieder einen der Codes gefunden. Also, auf zur nächsten Tür. Wieder trittst du durch den Türrahmen wie durch ein Wurmloch und landest in einem völlig anderen Ort. Aber den hier kennst du in- und auswendig. Wow, das ist doch das berühmte Schloss Moritzburg. Und alles ist so dekoriert, als könnte jeden Moment Aschenbrödel in den Spiegelsaal treten. Sofort hast du einen Ohrwurm mit Flötenmusik. Hätte dich der Weihnachtsmann nicht um absolute Verschwiegenheit gebeten, spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, ein paar Wissenschaftler zu kontaktieren. Dieses Dorf und die magischen Türen der Fachwerkhäuser sollten dringend mal genauer unter die Lupe genommen werden. Wie dem auch sei, im Moment bist du ganz alleine hier. Und wenn das schon so ist, denkst du dir, kannst du genauso gut genießen. Übermütig wagst du auf dem blitzblanken Parkett ein paar kleine Walzerschrittchen. Huch, fast wärst du auf einer mit Herzchen verzierten Einladungskarte auf dem Boden ausgerutscht. Schnell hebst du sie auf. Wenn du Glück hast, bringt sie dich weiter. Öffne jetzt Türchen 5. Gut, gehen wir natürlich erstmal hier. Ja, öffnen mal wieder alles. Die Dekodiertafel ist natürlich sehr wichtig. Legen wir aber erstmal weg. Und hier ist das 5. Türchen, das wir gestern gefunden haben. Also öffnen wir das mal. Und da ist natürlich eine Rätselkarte, wie immer. Und da drin, ja, sieht aus wie in einem schönen Schloss. Kann man gut hier erkennen, ne? An den Wänden sind so Spiegel, aber sonst ist da jetzt nichts Besonderes. Drin hier jetzt im Karton. Oh. Einladung zum Tanz im Spiegelsaal. Das zeige ich mal ein bisschen mehr. Da. Ja. Okay. Das sieht aus wie hier diese Gebäude. Moment. Das ist das Gebäude. Das ist genau das Bild. Okay. Das wäre hier. Und da. Aber jetzt steht da Spiegelsaal. Och nein. Ich habe keinen Spiegel. Ich glaube, ich weiß, was die wollen. Und zwar, wenn ich hier auf dieses Bild gucke, ne, hier, dass das gespiegelt wird. Haha, Moment. Ich kann ja mit dem Stream einen kleinen Trick machen. Vielleicht hilft er mir. Ich kann nämlich das Bild spiegeln. Jetzt haben wir nämlich das umgekehrt. Aber jetzt kann man das sehen. Ne? Was ist das, eine Zahl? Aber hier, das ist auch schwer zu erkennen. Aber erstmal das hier, das ist. Ja, das ist, ob das eine Zahl ist, ich weiß nicht. Das sind ja nur zwei Sachen ab. Ja, das bringt auch nichts. Wieso steht da eigentlich. Na, auf der Hinterseite ist aber auch nichts. Ein Tanz im Spiegelsaal.
das ist natürlich jetzt nicht einfach. Ich könnte mal auf mein Handy benutzen. Ich sehe, ich sehe das sehr weit entfernt von mir. Vielleicht kann ich das ja so mal angucken, dass ich das mal fotografiere. Und dann kann ich das vielleicht bei mir auf dem Handy mal umdrehen. Das wäre es natürlich. Früher, wenn ich jetzt noch ein Kind gewesen wäre, hätte ich natürlich auch so einen kleinen Minispiegel gehabt, weil ich sowas kenne. So, wir spiegeln aber den Stream mal wieder zurück, ne? Weil hier soll man ja vernünftig sehen. Aber das ist direkt da. Okay. Also, ich habe das jetzt mal gespiegelt und da steht hinten. Hinten. Ja, das hilft mir aber jetzt nicht viel. Der andere kommt jetzt nochmal dran, wenn ich den mal umdrehe. Hinten. Was kann man hier sehen? Hinten Böcke? Hinten Blöcke. Hinter Blöcke? Hä? Hinter Blöcken. Also jedenfalls sehe ich das raus, dass da steht Blöcken. Blöcke. Hinter Blöcke. Oder Blöcke hinten natürlich, kann man auch sagen. Blöcke. Moment. Ein Block. Nein! Moment mal, wo habe ich denn den anderen Block? Da waren ja zwei Blöcke. Also ich habe ja auch noch den anderen Block. Ich sehe da jetzt aber nichts. Ihr seht es jetzt schon. Von der Perspektive sieht man 2, 4, 1. Ey, ehrlich. Die Rätsel sind schon faszinierend. Was die wirklich mit dem Karton, dass ich die Blöcke, ne, für die Lösung brauche, ne, also 2, 4, 1, das hätte ich nie vermutet. Also, da sieht man, ich kenne Exit einfach noch nicht. Ich finde das vollkommen interessant. Also 2, 4, 1. Jetzt drehen wir das natürlich wieder auf. Ne? Okay. Also man hat mir schon gesagt, dass man wirklich alles braucht. Also das ist alles schon dabei. Ne? Also gucken wir mal. Also einmal runter, einmal schräg hoch und da. Raute, Stern und dieses L. Da haben wir. Wir haben es geschafft. Wir haben Türchen 6 gefunden. Wahnsinn. Hinten Blöcke. Ich dachte, was für Blöcke? Ich habe eher so an so Blöcke gedacht, wie man das bei Mario oder so kennt. So Blöcke. Dann sah ich hier. Das liegt ja hier neben, so das Block. Meine Güte. Wer kommt denn auf sowas? Wer kommt denn auf so etwas? Okay, die Rätselkarte stecke ich natürlich wieder rein. Leider kann man das ja nicht nochmal benutzen, aber wir haben es geschafft. Wir haben Nummer 6 gefunden. Na, und das war's dann auch schon wieder für heute.
Und wir werden uns dann morgen wieder hören oder wieder sehen, wenn es dann zum nächsten Türchen kommt. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und ich hoffe, es ist stressfrei und genießt die Zeit. Bis morgen und danke fürs Zuschauen.